Und ich sehe nicht, ob ich eine Verwarnung bekomme oder so. Oder ob ich eine Strafe habe. Danke. Einfach nur, weil dieses Bestzeitschild einfach viel zu lange da ist. Ich meine, so, ja, Alonso hat die beste Runde. Bla 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 bla. Weg. So, das reicht. Alter. Ich reg mich gerade über dieses Spiel auf. So scheiße. Aber ich sehe doch schon den siebten. Aber es ist so scheiße, dass man nicht direkt raus beschleunigen darf. Oder dass die Bremspunkte einfach so scheiße gesetzt sind. Aber diese Strecke hat auch scheiß Curbs. Curbs. Kurbs. Nicht Curbs, sondern Kurbs. Komm! Alter! Ist nicht dein Ernst! Normalerweise kann man das jetzt noch retten. Indem man so macht. Hoffentlich geht das noch. Ja, geht noch. So. So. Alter, pisst mich das gerade an. Aber egal, ich versuche jetzt mit dem DRS näher an die gesamte Truppe ranzukommen. Zack, Bremspolster und weg mit dir. Zum Glück muss ich den nicht nochmal überholen lassen. Und, Alter, da ist so eine Kette. Nein! Schon wieder Alonso erster, aber ich habe keine Verwarnung bekommen, da die Lichter unten nicht leuchten. Was ich super geil finde und ich jetzt noch einfach einen Safe State setzen werde. Aber es wird immer ein... Es wird immer der alte Safe State überschrieben. Und da sind so viele Autos. Und ich fange einfach so spät an zu beschleunigen. Weil man super wenig Traktion hat. Und... Komm! Paul Rester stoppt zum zweiten Mal. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, aber... So oft zu stoppen. Alter, nein! Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ah, du regst mich auf, Spiel. Komm. Ich habe eine Rückblende. Woher ich die Rückblende eigentlich noch mal hab. Aber egal. So einfach mal ein bisschen behutsamer aufs Gas gehen und einfach jede Runde einen neuen Safe State setzen. Oh, jetzt habe ich den Anschluss schon wieder zu dem verloren. Ist nicht dein Ernst. Wenigstens habe ich die erst. Also ich beschwere mich nicht. Oh, bitte, bitte sabotiert euch gegenseitig. Bremst jetzt extra spät. Zack. Um den als Bremspolster zu verwenden. Hoffentlich landet der nicht draußen. Nö. Überhaupt nicht. Gut, 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 gut. So ist das geil, so ist das geil. Jetzt schon wieder abkürzen, Alter. Jetzt zeigt mir an, ob ich eine Strafe bekommen habe. So, wenigstens so eine Verwarnung. Zack. Alter. Alter. Habe ich nicht gebremst oder so? Ich habe doch gebremst. Nein, ich mach das jetzt nochmal. Nein, nicht ins Hauptmenü. Ich mach das jetzt nochmal. Ist mir egal, wie lange das dauert. So. Ich spüre einfach die Vibration des Controllers bis ins Kabel rein.
Komm, jo. Alter. Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Weg. Zack. In your face, ich bin Siebter. Take that, motherfuckers. Egal. Aber die Gehkraft, Alter. Get your shit together. Alter. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Oh, diese Strecke regt mich auf. Diese Strecke einfach so scheiße zu fahren ist. Einfach nur diese erste Kurve. Da beschleunigen die jetzt schon. Aber man kann überhaupt nicht gut lenken mit dem Xbox 360 Pad. Alter, du bleibst jetzt hier. Oh. Sieht aus, als hätte sich dein Vordermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Sieht aber nicht dramatisch aus. Alter, warum? Warum? Strecke, hör auf, so scheiße zu sein. Das pisst mich echt an. Ich werde es jetzt so oft versuchen, bis ich schaffe. Nein. Oh, das regt mich so auf. Warum drückt mich das immer aus der Kurve raus, wenn ich bremse? Diese Strecke ist doch nur ein Stop and Go. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, ich werde wohl wahrscheinlich cutten müssen. Wohl oder übel werde ich cutten müssen. Einfach weil es so scheiße ist. Reg mich auf. Weg. So, kommt da noch was? Nö. Speichern. Ja, so. Jetzt bin ich vor ihm. Ah, ja. Mann, hat das lang gedauert. Jetzt muss ich einfach nur ganz normal fahren. Vielleicht ein bisschen langsamer. Vielleicht spritsparender. Ja, am besten. Ich muss nur gucken, dass der hinter mir bleibt. Mir scheißegal, ob der in Sektor 2 langsamer ist. Hauptsache Hülkenberg bleibt hinter mir. Und ich werd Siebter. Alter, es ist doch nicht euer Ernst. Nee, bleib hinter mir. Alter.
Wie früh muss man bei dieser Kurve eigentlich anbremsen? Ohne Witz. Ist nicht euer Ernst, wie früh man da anbremsen muss. Lass mich! Geh weg! Geh weg! Alter! Du hast dich auf den siebten Platz geschoben. Nein, du bleibst hinter mir. Ich bleib siebter, ist mir egal. Tja, Pech gehabt! In your face! So, der hat jetzt keinen Frontflügel und gibt mir ein bisschen Zeit. So, der Raikön hat jetzt keinen Frontflügel mehr und wird die hinter sich aufhalten. Das verschafft mir ein bisschen Zeit. Das finde ich gut. Mal ein bisschen den Wagen angucken, ja. Frontsicht. Sicht aus dem Cockpit. Mir klebt irgendwie nur das Lenkrad im Gesicht. So. Boah, zum Glück ist jetzt vor mir alles frei und hinter mir ist alles frei. Ah, das wird sich in den nächsten 2 Sekunden ändern. Hinter mir steht wieder 3 Wagen. Stehen wieder 3 Wagen. Und ja. Ich glaube, ich beginne da viel zu früh nach rechts zu lenken. Für diese Kurve, aber egal. Ja, genau. Noch 2 Runden des Todes. Und meine Reifen sehen noch okay aus. Boah, das ist vorerst das schlimmste Rennen. Bis Monaco ist das, glaube ich, das schlimmste Rennen. Bahrain ist einfach. Ja. Monaco ist das nächste schlimmste Rennen. Schlimme Rennen. Ich glaube Monaco und dann Singapur. Warum bist du schon wieder hinter mir? Ich glaube Monaco, dann Singapur. Oh ja. Dann gibt's eigentlich gar keine schlimmen Strecken mehr. Singapur ist zwar nicht unbedingt. Doch Singapur. Singapur ist an sich nicht schwer, wenn man die Strecke im Trockenen fahren muss. Aber wenn man in einem Land, das in Asien liegt, und es da irgendwie alle 3 Jahre mal regnet, dass man da im Regen fahren muss und nur einen Reifensatz hat, ist die Strecke die Hölle. Echt mies, wenn es regnet, dann hat man wahrscheinlich nur einen Reifensatz. Dann hat man nur einen Reifensatz, den man fahren muss. Aber die Regenreifen nutzen sich in so einem warmen Land wie Singapur. Das liegt ja in Asien. Da nutzen sich die Reifen halt schnell ab. Und nein! Bleibt hinter mir! Und ich bin schon wieder zu früh nach rechts gelenkt. Habe schon wieder zu früh nach rechts gelenkt. Hinter mir ist immer noch Hülkenberg. Naja, es wurde von Hülkenberg zu... Ne, es wurde von Roman Grosjean zu Hülkenberg. Und ich glaube, dahinter ist... Wer ist dahinter? Hamilton! Oh nein! Nö, bleib hinter mir! Weg! Oh lol. Boah, das war aggressiv. Erstmal ein Safe State setzen, weil ich zu früh gebremst habe. Und warum stehen jetzt auf einmal alle hinter mir? Geh weg! Ist doch unmöglich. Zuerst steht einer hinter mir, dann steht niemand hinter mir und dann steht schon wieder 3 hinter mir. Jetzt stehen irgendwie alle anderen hinter mir. Alle anderen Autos. Super. Bleib weg! Kusch! Allein irgend so ein Motorschaden oder so. Bleib mir nur vom Leib. Ich möchte dir doch gar nicht Böses, Alter. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ihr kommt hier nicht vorbei!
Warum? Warum kann ich nicht speichern? Egal, die sind ein bisschen hinter mir. Los, das gesamte Curse verballern. So. Na, ich kann nicht mehr speichern, weil Fernando Alonso hinter... schon. Alter! Hör mal auf so schnell zu... Nein! Ah, oh, du Miststück. Du Schlampe, du Hure. Ah, oh, ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Darf ich die gesamte Runde nochmal machen, ey? Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Ich darf die gesamte Runde nochmal neu machen. Weg. Weg. Du hast eine Zeitstrafe erhalten. Die Zeit wird am Ende der Session addiert. Alter, was war das denn? Ich wollte doch noch speichern. Mal, konnte der Alonso nicht langsamer fahren? So. So. Muss ich die gesamte Runde nochmal neu machen? Zack. Weg mit dem. Und so, jetzt. Jetzt ganz langsam und ruhig. Alter. Warum sind meine Reifen schon so schlecht? Echt, na. Ich meine, das sind jetzt auch fast 40 Minuten. Das sind schon wieder 20 Minuten, die ich hochladen muss. Aber ich werde ja eh einen Teil wegschneiden müssen. Alter. Alter. Was verstehst du an? Bleib hinter mir nicht. Oh! So, jetzt einfach nur ganz langsam. Massa bleibt hinter mir und Grosjean auch. Bleib hinter mir. So, ein bisschen Zeit. So, zack. Und speichern. Ja. Es mag sich jetzt ein bisschen in die Länge ziehen, aber... Bleib hinter mir. Ja. Aber... es regt mich so auf. Ich will eigentlich nur noch auf dem 7. Platz ins Ziel fahren. Aber ich schaff's irgendwie nicht. So, jetzt speichern. Bevor Alonso ins Ziel fährt. Speichern, so. Zack, ganz gut anbremsen. Zack. So. Nein. Warum haben die jetzt keinen Abstand mehr? Warum ist Massa direkt hinter mir? Naja, stimmt, damit ich den gleich weg... stoßen kann. Alter, Alter. Ich werde hier in die Zange genommen. Bleib hinter mir. Zack. Am besten kriege ich jetzt noch eine Strafe wegen Abkürzen da vorne. Zack, Fettgemisch. Das wird mir auf diesem Stück noch helfen. Oh lol, nicht wegdrehen. Und oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Yes, 7. Oder? Ja, 7. Ich darf gleich wieder schneiden, Alter. Was los? Oh, oh Mann, das Rennen ist so uncool, aber es ist endlich vorbei. 7. Platz. Sehr gut. Wirklich gute Leistung. Zwar mit sehr vielen Problemen auf dem 7. Platz gelandet, aber... Boah, ich bin auch schon wieder so schweißgebadet. Was los hier? Zack, fortsetzen. 6. Platz in der Fahrerwertung. Nico Rosberg hat mich ist um einen Punkt besser als ich. Egal, das werde ich wahrscheinlich im nächsten Rennen wieder ausholen. Ja, fortsetzen. Das nächste Rennen ist nämlich in Bahrain. Und ich würde einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss. Kaum Animation. Werd schneller vorbei. So. Jetzt endlich. Leo X-Ray glückt über einen Erfolg über gegen Teamkollegen. Yes!
Fantastisches Rennen von Fernando Alonso. Yes, er hat zum zweiten Mal gewonnen. Oh yeah. Zack. Zack. E-Mails. Ach komm. Fahrzeugentwicklung aggressiv. Yes. Mark Bender. Bla bla bla. Sonnig in Bahrain. Bla bla bla. Bla bla bla. Ich habe einen geilen Helm. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. So. Zack. Ich würde einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn wir das Rennen in Bahrain fahren. Und ich würde einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss.